Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ja, heute erzähle ich euch ein bisschen mehr zu meinem neuen Pferd, dem lieben Bobby. Ja, das ist auf jeden Fall sein Name, aber den hatte ich ja schon verraten. Und ja, ihr habt mir einige Fragen gestellt und die werde ich euch heute alle beantworten. Und die liebe Tammy stellt mir mal eure Fragen und liest sie alle vor. Let's go! Okay, die erste Frage. Name, Alter und Rasse. Ja, sein Name ist Bobby. Ganz heißt der hübsche Kerl Bambucha. Bambucha ist eigentlich sein Name vom Papier, aber ja, er hieß schon Bobby. Sein Alter, Bobby ist dreijährig, also von 2019. Genau, im Mai geboren. Und er ist ein Quarter Horse, wie auch meine ganzen anderen Pferde. Ich bin ja Westernreiter und da sind einfach Quarter Horses am allerbesten und auch in der Herde harmoniert es einfach am besten zwischen Quarter Horses untereinander, weil die einfach so ein gutes Gemüt haben. Wie groß ist der Bobby? Ja, die Größe, das ist eine gute Frage. Ich würde erst für ein Quarter Horse ein größeres Quarter Horse, also erst zwischen 1,50 und 1,55 würde ich sagen. Dafür muss ich ihn erstmal noch messen. Ist er ein Hengst oder ein Wallach? Wir haben ihn, also als ich ihn gekauft habe, war er noch ein Hengst und ich habe ihn dann aber im Sommer kastrieren lassen, weil es einfach hier für die Herdenhaltung am allerbesten ist. Wie schaffst du das denn, dich um alle Tiere zu kümmern, Julia? Ja, das ist eine gute Frage und ich muss auch sagen, alleine wäre das einfach nicht möglich. Jedoch habe ich hier die volle Unterstützung von meinen Eltern. Meine Eltern reiten ja auch beide und haben beide keine eigenen Pferde mehr. Und somit reiten sie halt auch meine Pferde und wir teilen uns die quasi und sie unterstützen mich da tatkräftig. Und ja, so funktioniert das tatsächlich ganz gut. Ich muss sagen, es ist ja auch mein Job mit den Tieren. Das heißt, ich kann mich den ganzen Tag um die Tiere kümmern und ja, ist ganz schön. Und so werde ich auch auf jeden Fall jedem gerecht. Ich habe auch Trainingspläne für die Pferde, damit sie einfach wirklich ein abwechslungsreiches Training haben und auch genügend ausgelastet sind. Warst du auf der Suche nach einem Jungpferd? Ja, tatsächlich war es schon immer mein Traum, halt mal wieder ein Pferd wirklich von jung an auszubilden. Und ich liebe einfach die Arbeit mit Jungpferden. Hatte ja damals auch Sparky schon und das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber zu dieser Zeit war es eigentlich nicht geplant, dass ich mir jetzt einen kaufe. Und dann habe ich mich wirklich unsterblich verliebt. Es hat sich einfach so ergeben und ich muss sagen, es hat einfach alles perfekt gepasst. Und ich bin einfach nach wie vor oder finde nach wie vor, dass es einfach die allerbeste Entscheidung war und der super in unser Team passt. Welche Abstammung hat der Bobby? Ja, Bobbys Papa ist der Dan O'Keedan. Der ist aus Hollywood Dunnet. Und ja, ist ein richtig cooler Hengst. Die Linie finde ich echt cool. Und mütterlicherseits ist er Bar Olena. Das ist jetzt nichts super Bekanntes. Aber das war mir jetzt auch nicht so extrem wichtig. Denn auf der Abstammung reitet man ja nicht. Und er ist einfach so ein tolles Pferdchen. So toll ist er. So toll. Und ja, sein Papa ist auch sehr erfolgreich im Sport gelaufen. Wo kommt er denn her? Ja, der Bobby kommt aus Ungarn. Er ist ein Ungar. Ein Ungar ist er. Also meine Pferde sind jetzt ganz schön Multikulti. Sparky ist ein Italiener. Bobby ist ein Ungar. Wolli und Gainsborough sind Amis. Die kommen aus USA. Also sehr bunt gemischt. Und Paquito aus Spanien. Also wirklich alles dabei. Ich hoffe, die können sich gut untereinander verständigen. Hat er schlechte Angewohnheiten? Nein, ich würde sagen, er hat keine schlechten Angewohnheiten. Er ist halt einfach noch ein bisschen ein frecher Kerl. Der ist super verspielt. Man darf wirklich keinen Halfter nichts liegen lassen, denn er frisst alles kaputt. Aber das ist ja auch normal. So ein junges Pferdchen nimmt halt gerne noch alles ins Maul und ist verspielt und hat viel Blödsinn im Kopf. Aber er hat einen absolut fantastischen Grundcharakter, ist super lieb, ist super ruhig und ja, ist wirklich ein sehr, sehr tolles Pferd. Willst du ihn selbst trainieren? Er ist bereits angeritten. Ich habe ihn nicht selber angeritten. Das hat ein Profi gemacht, gell? Mein hübscher Kerl. Und ich möchte ihn jetzt auf jeden Fall weiter ausbilden. In der Freiarbeit möchte ich ihm alles lernen und verschiedene Tricks. Und am Halsring soll er laufen. Und ja, ich möchte ihn auf jeden Fall jetzt weiter selbst ausbilden und sehr vielseitig auch trainieren. Ist der Bobby zu klein für dich? Nein, der Bobby ist nicht zu klein für mich. Er ist sogar für ein Quarter Horse eher ein größeres Quarter Horse. Die Quarters sind ja nicht so groß, die sind dafür sehr kräftig gebaut.
und decken auch ihre Reiter sehr, sehr gut ab. Also ich bin auf gar keinen Fall zu groß für ihn. Wie sind denn eure Zukunftspläne? Ja, also ich würde sagen, wir lassen uns das alles mal offen. Ich möchte ihn auf jeden Fall weiter Richtung Reining fördern, aber auch allround technisch ausbilden, dass wir vielleicht mal einen Trail reiten können oder eine Ranch-Riding, also verschiedene Western-Disziplinen. Außerdem möchte ich auf jeden Fall mit ihm jetzt mit der Freiarbeit beginnen und auch mit Tricks. Und ja, ihn auf jeden Fall, wie gesagt, vielseitig ausbilden, damit er mein zukünftiges Turnier- und Showpferd werden kann. Und ja, da lassen wir uns aber auf jeden Fall alle Zeit der Welt, da schaue ich auch, was er anbietet, in welche Richtung er auch einfach motiviert ist und Spaß hat. Aber er ist reining-technisch wirklich sehr, sehr gut veranlagt und hat da auf jeden Fall sehr, sehr viel Talent. Deshalb möchte ich ihn in die Richtung auf jeden Fall auch fördern. Und ja, wir haben auch schon ein bisschen Stangentraining gemacht. Da hat er bis jetzt noch nicht ganz so viel Talent gezeigt. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden, weil Trail macht mir nämlich auch sehr viel Spaß. Also vielleicht können wir ja doch ein bisschen Trail gehen. Er ist auf jeden Fall super verschmust. Also die Schmuseklasse würde er auf jeden Fall gewinnen. Wo findest du immer solche Pferde? Ja, das ist tatsächlich bei mir eigentlich immer Zufall, dass ich auf diese Pferde komme. Also ich habe da nicht eine Adresse oder einen Kontakt, wo ich meine Pferde kaufe, sondern irgendwie finden die immer mich. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, Wolli ist ja aus USA, Gainesville auch, aber Gainesville habe ich dann in Italien gefunden. Wolli habe ich dann in Österreich gefunden. Den habe ich durch Zufall, also der kommt aus Ungarn. Ich habe ihn dann aber auch in Österreich gekauft. Und ja, wie gesagt, ich war ja auch bei ihm wegen einem ganz anderen Pferd zum Anschauen eigentlich an diesem Stall. Und dann habe ich ihn halt dadurch Zufall entdeckt und mich so verliebt. Also ich kann es euch gar nicht genau sagen. Es ist irgendwie, laufen mir diese Pferde immer zu. Auch durch Gainesville sind wir komplett über Kontakte gekommen. Das war auch echt verrückt. Oh Gott, er ist so süß. Er ist echt so ein süßer Kuschelbär. Wie arbeitest du aktuell mit ihm? Ja, aktuell gehen wir einfach super viel spazieren, weil ich es gerade für ein Jungpferd super finde, die vom Boden an alles zu gewöhnen, einfach eine Beziehung aufzubauen, Vertrauenstraining zu machen, Schrecktraining zu machen. Und das mache ich am liebsten vom Boden aus. Ausreiten waren wir noch nicht. Wir waren bis jetzt ganz, ganz viel spazieren. Ja, dann machen wir halt auch Bodenarbeit schon, gell? Jetzt fangen wir dann bald mit der Freiarbeit an. Und ja, geritten wird er nicht oft. Er ist schon unterm Sattel gestartet, aber ich finde, ein dreijähriges Pferd muss jetzt nicht jeden Tag geritten werden. Dann machen wir auch noch viel Stangentraining vom Boden. Ich lasse ihn über Stangen laufen, damit er seine Beine hebt und ja. Soll er nur Western geritten werden oder willst du auch springen und Dressur reiten? Nein, das ist ein Western-Pferdchen und ich möchte ihn auch Western ausbilden, da aber sehr vielseitig, viele verschiedene Disziplinen und ja, Dressur muss er nicht laufen, aber dressurtechnisch gymnastizieren tun wir trotzdem. Und auch ein paar Sprünge wird er mal mit mir machen, aber er wird nie ein Springpferd werden, gell? Dafür ist er anatomisch gar nicht veranlagt und viel zu breit und unathletisch, gell, für so hohe Sprünge. Nein, aber ein paar kleine Hüpfer, so gymnastizierende Sprünge finde ich für jedes Pferd einfach toll. Ja, er ist auf jeden Fall ein richtig süßer, ich liebe ihn sehr und ich hoffe, ihr habt ihn jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt und hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich beantworte sie euch gerne. Tschüss! Dieses Pferd geleitet mich auf Schritt und Tritt. Kann gar nirgends mehr ohne den Kerl hingehen. Ist echt lustig. So, schauen wir mal. Aber ich glaube, ich weiß, was es will. Es will sich in der Halle wälzen. Möchtest du wälzen? Das Grundbedürfnis eines jeden Pferdes ist es, sich zu wälzen. Deshalb lasse ich die immer in die Halle und dann können sie sich mal schön wälzen. Und da geht's schon los. Jetzt aber